Kiste muss ich noch aufmachen. Ups, jetzt habe ich ein Gemisch verkauft. Ne, egal. Die Waffe ist besser. Und die ist vier-arig. Die können wir gleich mal ausrüsten. Erfordert Fokus. Hat Arik zum Beispiel. Hat Arik zufällig einen Fokus? Gefährte? Nein, er hat genau wie wir hier. Das ist so ein. Ach so, Kampfgenerator in der Nebenhand. Ich weiß nicht, ob wir noch jemanden kriegen, der Fokus hat. Ich weiß echt nicht, sollen wir das aufheben? Aber zumindest rüste ich das aus für ihn. So. Alles bleibt gleich, bloß die Gesundheit wird verbessert. Das ist okay. Ach so, aber hier die Zielgenauigkeit ist bei dem besser. Ah, ich glaube, das. Ich glaube, die andere hatte ich schon mal, ne? Das wird. Oh Gott, erst muss ich mal husten. Oh, das ist echt schrecklich. Also, was wollten wir? Ich wollte die Kiste öffnen. Da haben wir Armschützer drin. Diese Armschützer. Oh, hallo. Ach du Scheiße, ist das geil. Die hauen ja mal richtig rein. Okay, die Zielgenauigkeit minus 10. Ich weiß nicht. Komm, ich nehme das jetzt einfach. Basta aus. Und das nehme ich auch mal einfach. Ach ne, da habe ich schon die bessere so. Melden Sie Ihre Beschwerden. Verkaufen, verkaufen. Fokus brauchen wir noch nicht. Das, welches Level sind wir auf? Wir sind Level 21. Es dauert ja noch ewig, bis wir das haben, aber ich kann das ja erstmal hier unten hinlegen. Wir haben ja noch genug Platz. Den Erdbausatz, da weiß ich auch noch nicht, was man damit machen kann. Lassen wir auch erstmal da unten. Komm, die Kristalle, die können wir hier verkaufen, oder nicht, ne? Oder vielleicht sollte ich das alles ins Schiff... Ich glaube, ich sollte das lieber ins Schiff reinlegen. Dass wir das für später nochmal haben, weil ich glaube, das könnte uns nochmal irgendwann nützlich sein. Aber der Blaster, glaube ich, nicht. Sie sind einsatzbereit. Und wenn doch, dann muss ich irgendwann mal das kaufen. Aber ich habe auch noch eine Menge Auszeichnungen, also ich meine... Mit den Auszeichnungen wollte ich mir auch noch ein paar Sachen kaufen. So. Wir haben Morn entdeckt. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende. Ja, und jetzt können wir hier einmal im Kreis fahren, das ist doch schön. Passen Sie auf sich auf. Wie, und hier ist auch noch ein Gebiet? Also das habe ich, glaube ich. Ach nee, doch, das habe ich beim Cis-Krieger auch gesehen, ja. Das ist aber auch echt, das ist eine riesige Karte, aber mir gefällt Taris. Also ich finde so eine Planeten mit viel Natur, finde ich geil. Kapatonga, Chisa Picha Wonka Ki Atocha. Esupuda Nupajunki, Paguta Ji Uta Vukise. Bafupa Gi Wanta Humpa, Muli Rabamba Hula. So, ich habe gerade nicht aufgepasst, worum es ging. Sie haben ein ganzes Rudel. Die Wissenschaftler wollten ihr Verhalten studieren. Okay, das sind wahrscheinlich irgendwelche Wissenschaftler von Ragul angefallen. Ragule? Wie viele? Und irgendetwas ist schiefgelaufen? Das war unglaublich dumm. Ich brauche Zahlen, Private. Wie groß ist dieses Ragul-Rudel? Jelishka Changa, Waning Chinkuspa, Imegudae. Moja Chapukala, Chanusa Usabe Mota. Zayatupe, Nu Abachikuna, Chino Nik Titoki. Keine Sorge, das werde ich. Überlass das mir, Private. Warum macht ihr das nicht? Mission ablehnen. Jetzt werde ich zeigen, wie der Chaos-Trupp die Dinge regelt. Okili, Baklunki na Atabumpa, Bushuda. Chitonka, Lishlika Changa, Bumpa Kombokni. Jojo, wird schon klappen, irgendwie. Da hinten sollen wir hin, auch so schnell in zwei Missionen, ja toll.
Da oben ist auch noch eine Mission. Also hier gibt es ganz schön viele Missionen, muss ich sagen. Der Planet ist riesig und ich finde ihn auch echt geil. Jedes Mal, wenn ich mir das so angucke hier, wenn ich hochgucke, einfach nur geil. Natur und irgendwie so verfallene Ruinen von alten Städten. Gefällt mir. Echt geiler Planet. Also bis jetzt der... eigentlich mit der beste Planet hier, den ich bis jetzt gesehen habe im Star Wars Imperium. Natürlich, ich weiß nicht, wie es auf Ilum ist. Ilum ist ja, glaube ich, auf in beiden Klassen so ein Planet ab Level 50. Also zumindest bei den Sith-Kriegern. Und also alle Planeten, die über Level 40 sind, da war ich noch nicht. Und die kann ich erstmal nicht mit einschließen in meine Bewertung, aber der gefällt mir echt geil. So, und erstmal möchte ich mit der Schnellreise zurück. Wo sind wir überhaupt gestartet? Ich glaube dort, ne? Olaris, kann das sein? Doch, ich glaube, da sind wir gestartet, ja. Und da gab es ja so viele Hände. Da wollte ich doch jetzt mal hin und ein bisschen was kaufen. So, da sind wir wieder zurück. In Olaris. Waren wir schon lange nicht mehr hier. Achso, hier auf der Karte wollte ich gucken. Ach nee, ich wollte auf der Karte gucken. So. Händler, Fisch, Mittel, Schwer, Leicht, Rüstung, Spezialgüter. Sozialobjekthändler. In der Kantine waren wir auch noch nicht, also. Aber das ist auch nicht so wichtig. Hier hinten waren auch noch. Ah, Training. Gut, gut, gut. Schön, dass ich mal wieder zurückgekommen bin, weil da ist irgendeine beim Ausbilder eine neue Fähigkeit. So, was hast du denn für uns? Das Kommando kündigt immer wieder neue Taktiken. Effektivschuss, Vollautomatik. Jo, jo, jo. Sag mal, geil. Vorsicht da draußen. Wir haben jetzt so viele Credits. Ich glaube, ich könnte auch das Inventar nochmal erweitern, aber... das will ich jetzt eigentlich nicht, nee. Guck mal, da war auch noch eine Mission an Helden 4. Ach du Kacke. Ja, die wollte ich gar nicht machen. Raumschiffausrüstung, Crewfähigkeiten. Also ich hoffe mal, dass das da drüben ist. Boah Gott, ey, meine Halsschmerzen, die bringen mich nochmal um. Also morgen bleibe ich definitiv zu Hause. Wir machen eh bloß einen Ausflug auf das zu einer Bodenwaschanlage. Achso, ja, gut. Nee, das wollte ich nicht. Das muss man alles kaufen und das ist jetzt nicht so toll. Na, was ist denn das hier? Raumschiffausrüstung. Sehen, könnte man auch was kaufen, aber das Raumschiff ist eigentlich sowas von interessant. Raum. Oh, ich muss mal husten. Ich möchte gar nicht wissen oder mitzählen, wie oft ich schon gesagt habe, warte mal, ich muss mal husten und dass ich dann ausgemacht habe. Ausrüstungsauszeichnungshändler, genau das habe ich gesucht. Was auch immer ihr braucht, wir haben es. Rüstung ist schlechter dadurch. Oh. Zielgenauigkeit geht hier runter. Gott, nee, haben die nicht irgendwas für... was man so richtig derbe reinhaut, Rüstung und Zielgenauigkeit besser ist? Hier ist Rüstung besser, aber Zielgenauigkeit nicht. Gut, der hat sogar plus 20 Stärke. Könnte man überlegen, ob man die nimmt. Was haben wir da drin? Ah, ich weiß es nicht. Oder sollte man vielleicht noch ein bisschen sparen, dass man sich irgendwann das hier holt? Ist das überhaupt gut? Schlichter Artefakt. Sicherheitskasten. Ich meine, wenn man da viele Auszeichnungen für braucht, dann muss der ja auch gut sein, ne? Oh, hier, guck mal da. Rüstung und Siegenauigkeit wird verbessert. Die holen wir uns. Ja, und das war's auch schon.
Dann holen wir uns den Kasten mal. Holen wir uns gleich zweimal. Komm. Ach, holen wir uns dreimal. Viel Glück da draußen. Und alles, was wir nicht brauchen, können wir zur Not verkaufen. Ich hoffe, da ist nicht überall das Gleiche drin. Ne, das ist immer schön zufällig. Ja, auf jeden Fall will ich die Stiefel ausrüsten. Die sind gelb. Ich habe schon ewig nichts Gelbes mehr angehabt. Oh, geil. Stärke ist zwar ein bisschen schlechter, aber dafür ist die Rüstung besser. Und die Zielgenauigkeit. Darauf haben wir es doch abgesehen. So, was haben wir hier? Zielgenauigkeit plus 2. Rüstung geht aber wieder ein bisschen runter. Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Was haben wir hier? Rüstung und Zielgenauigkeit. Jo, Alter. Ja, mit dem bin ich noch nicht so sicher. Also ich möchte jetzt die Rüstung nicht komplett runter machen. Aber ich kann mich ja notfalls auch mehr heilen und so. Also ich glaube, das sollte man schon so lassen. So. Was können wir ihnen dafür geben? Wie hat der Arik bessere Stiefel als wir? Ne, die gleichen, ne? Stiefel des Verstoßenen? Jorgens Feldstiefel. Gut, lassen wir mal das so. Können wir verkaufen. Was hat er? Modifikationsauszeichnungshändler. Naja, egal. Stiefel weg. Was haben wir hier noch so? Brauchen wir das überhaupt? Wo kann man denn einen Gleiter kaufen? Crew-Fähigkeiten. Ich glaube, da kann man nur bloß Bausätze und sowas kaufen. Ja, genau. Überzeugt euch selbst. Also hier war kein Gleiter mit bei. War ich bei ihm schon? Ein Waffenhändler. Brauche ich nicht und jetzt muss ich nochmal husten. Also ist vielleicht auch besser so, dass ich vorher nochmal ansage, ich muss nochmal husten, weil dann könnt ihr euch darauf einstellen, dass es vielleicht ein bisschen lauter wird. Nicht, dass ihr einen Schreck bekommt. Aber eigentlich habe ich ja, sollte mein Headset ja funktionieren, dass es dann automatisch immer, oder was heißt automatisch, ich drücke das immer weg und dann sollte es auch weg sein. Sanitätsruhe, was haben wir denn da oben noch? Schwere Rüstung, leichte Rüstung. Spezialgüter, wo kann man, ich glaube, ich muss mal in die Kantina gehen, kann man da, also ich will unbedingt einen Gleiter kaufen und das müsste doch jetzt eigentlich auch schon fertig, müsste doch jetzt schon möglich sein. Das Level dafür müssten wir eigentlich schon haben, ne? 20, ab 20 kann man sich doch einen kaufen, oder nicht? Oder sogar schon früher, ich weiß es nicht. Und wenn nicht, dann gehe ich in die Kantina, stelle mich da rein und wenn ich mich da auslogge, dann sind wir das nächste Mal wenigstens ausgeruht, wenn ich mich wieder einlogge. Das heißt, wir kriegen noch mehr Erfahrungspunkte. Wo steht denn das hier? Ist irgendwo... Sind wir überhaupt aus... Ach, wir sind eigentlich sogar ziemlich gut ausgeruht. Glaube ich. Also ich... Hä? Wo geht's denn in die Kantina? Ach, hier rechts ist auch noch eine Tür. Da ist auch eine Tür. Und was ist da? Ist da ein Händler? Nein. Ich meine, da ist schon ein Händler, aber nicht für mich. Da ist keiner. Mittelschwere Rüstung. Na nü.